Die letzten 4 Stunden haben wir 40 der besten Künstler hier im Knast eingesperrt. Was ich da gesehen habe, Gitterstäbe an den Wänden. Was mache ich hier? Was geht ab? Wir sind gerade in der zweiten Runde und schon solche Sachen passieren. Ich war auf jeden Fall schockiert und dachte mir, Scheiße, was kommt auf mich? Wir wollen die Wände machen! Wir wollen die Wände! Ich bin ein Hörer, schläg, bin ich maskiert, mach weiter bis meine Unterschrift zum Autogramm. Lass dich liegen, lass den kranken Wagen seinen Job machen. Während ich und mein Bruder dich auslachen, nach dem Knockout tust du wieder aufwachen. Lass dich liegen, lass laufe durch die Gasse, Schmuck von Cartier. Lass im RS, Coupé, von Marbella nach Monte. Und ich flieg, so schnell wie herzlich möglich. Herzlich willkommen im Boyer, zwischen Haufen Dreck, paar Tonnen von Schnee und Loaded Wax. Niemand hat dir aufgesetzt. Was geht ab, YouTube? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind gerade auf dem Weg mit den Leuten. Azu, Skandal hinter der Maske, mein Bruder hinter der Cam. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Lost Place. Die Jungs haben mich schon wieder erwischt, als ich die Pizza holen wollte. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Lost Place. Und Azu, das Skandal. Einer von euch kann ja sagen, was uns da erwarten könnte. Also, in diesem Lost Place sind sehr viele Satanisten unterwegs, habe ich gehört. Da soll eine Gruppierung sein, die sich da aufhält. Und heute werden wir die aufspüren und dementsprechend auch behandeln. Ne? Heute sind wir die Ghostbusters. Genau. Also wir haben gehört, dass der Ufo da heute seinen Live-Auftritt hat. Und wir wollten uns auch Karten beschaffen, damit wir auch den Ufo dort supporten können. Genau. Den Shindy haben wir auch schon geschrieben, den werden wir gleich auch vor Ort antreffen. Da sind sehr, sehr viele Satanisten, genau, die ihre Seele verkauft haben. Und wir gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen Künstler noch recht leiten können. Und Charter. Ja, und bleibt auf jeden Fall dran. Wir versuchen das Ganze so gut wie möglich zu filmen. Lasst dem Video ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wer ist da Mais? Warte mal, Emre. Walla, warte mal. Nein, Bruder, du steigst hier nicht aus. Was sagst du jetzt? Lass mal gucken, ob da Mais, ob wir Mais mitnehmen können. Ich dachte, du machst jetzt wieder irgendeine Theorie, Bruder. Halt mal an, Bruder. Walla, wir holen Mais. Bruder, was willst du mit Mais? Oder essen, was denn sonst? Was willst du, Bruder? Oder Mais? Bruder, hast gar keinen Plan, Bruder. Weißt du, wie Bruder, der Typ hat Hühner, Bruder. Der kann jeden Tag chicken. Lass uns mal Mais. Bruder, das ist doch Mais, keine Eier. Ich wollte es gerade auf Hühner-Mais kolben. Warum ist Esko dabei? Warum ist Esko dabei? Oder Esko ist doch, wie heißt das? Man sagt doch, Bruder, dass Tiere Djinns gehen. Also generell so. Also, wenn er anfängt zu bellen, dann wisst ihr. Wenn er anfängt zu bellen, heißt es. Renn, Bruder. Ey, was passiert aber, wenn du jetzt welche sehen solltest, Skandal? Satanisten? Die hauen die kaputt. Ja, Satanisten ist für alle Fälle der Fälle haben wir. Für alle Fälle der Fälle. Ja, für den Fall. Ey, hol da, Junge. Ey, pass auf, ne? Da unten sind Dings. Da steht einer. Felsen. Gell. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will doch nur. Ich will raus! Emre, was sagst du zu der Situation? Bei jedem Schritt kommt meine Scheiße raus, Alter. Mir geht's so schlecht. Ich denke, wenn ich da einen Schritt mache, da kommt alles rausgeflutscht. Und der singt hier die ganze Zeit. Auto kommt, Bruder. Chill doch mal. Auto kommt. Alter, wie läuft der? Männer wie wir haben vor nichts zu lieber. Warum musst du kotzen? Warum musst du kotzen? Was ist los? Wegen diesem Chip gerade. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal, ist der am Kotzen. Zeig mal. Kannst du einmal kurz die Kotze tun? Oder wir machen auf diese richtige Horrorfilm. Wir folgen dem Klang. Okay, hör mal. Hört ihr das alle? Komm mal mit Kamera her. Hört ihr das? Ich glaube, das ist. Ich kann nicht verbieren. Der hat diesen ganzen Weg vollgekotzt. Frische, Bruder. Boah, der hat den ganzen Weg vollgekotzt. So am Kotzen, Bruder. Der hat uns gefickt. Wenn der ganze Weg aus anfängt zu kotzen, wir sind gefickt. So, wir sind da. Im Geisterschloss. Wir sollen irgendwelche Geister hier Unwesen treiben. Das werden wir heute begutachten. Oder wenn mich irgendjemand von euch erschreckt. Wir sind die Ghostbusters. Ihr wisst Bescheid. Guck mal, ich will mal jetzt mal vorab hier einmal besprechen. Wenn einer hier ist, wir sind auch hier. Den suchen wir. Yusuf Abi.
könnt ihr mal weiterlaufen, bevor ich mir in die Hosen scheiße? Was ist da? Nein, nicht da lang, das geht runter, pass auf. Ja, ja, ich sehe schon. Unten dieser Raum eingehen? Ja, das müssen wir jetzt. Ja, aber der geht doch auch. Warte mal so. Oder? Nein, von mir nicht. Wo geht's da hin, Alter? Einfach ein Loch? Ich weiß nicht, aber wir kommen aus dem Gebüsch, Habibi. Sollen wir mal gucken gehen? Nein, nein, lass hier ja, lang. Komm. Weil dann können wir von außen. Nein, nein, scheiß drauf, scheiß drauf. Der ist einfach ready. Aber wir gehen von außen rein. Ist das denn das Spinnen? Was ist das, Alter? Bruder, ich sag dir ehrlich, da ist sogar mein Wissen oder eingeschränkt. Boah, hört ihr das? Aha. Warte mal, warte mal. Hier ist auf jeden Fall auch ein Friedhof, ne? Hier so links und rechts. Ja, Bruder, aber da würde ich persönlich sagen, das vermeiden wir. Ja? Ja, Bruder, das ist nicht schön, Bruder. Hier hängen Sachen rum. Ja, das muss ich hier mal hin. Boah, warte mal. Wo seid ihr? Hier rein? Ja. Auf so einen Scheiß habe ich schon mal gar keinen Bock mit Klettern und so. Ich bin auf dem. Der ist einfach mit Sandalen. Ich hab auch voll Bock mit denen. Der ist einfach mit Sanottis. Uiuiui, was ist das denn, Alter? Was ist das? Eine Mikrowelle oder was war das? Ein Spiel, guck mal, was da ist, eine Motte. Was ist das hier? Aber warum ist da hier ein Kinderkleid? Weil er eine Puppe einfach. Das ist hart, Bruder. Weil er hier ist einfach eine Puppe, Bruder. Nein, warte. Was machst du da? Jemand hat hier einfach Katze gefickt. Oh mein Gott, Bruder. Du bist eifersüchtig, ja? Ja. Ey, gib mal Feuer bitte einfach. Ey, passt ja auch, wo hier hin sind, ne, Walla? Kann sein, wir lassen einfach gleich noch weiter runter. Ja, alles gut, das reicht so. Walla, das reicht. So, komm, geh so lange. Boah, hier liegen Haare, Lan. Socken und so, Bruder. Was ist das diese Puppe? Socken. Boah, was ist das aber da hinten? Wir haben gleiche Kopf. Ey, das sind Haare einfach. Nee, Bruder, das ist jetzt kein Spaß, ne, Digga. Jetzt da ist so eine rote Spritze neben, was ist das? Blut drinne, Bruder. Laber dich. Boah, nicht, dass das spritzt, Alter. Boah, das hat einfach gespritzt. Es ist wirklich... Bruder, das hat keinen Spaß. Ey, wayo. Wallah, ich hab nicht geglaubt, aber es ist wirklich Blut, Bruder. Was war das? Wallah Billa, was war das? Wir können nur noch gucken. Wir machen eine kleine. Ey, wart ihr das? Sei ehrlich, hast du was geworfen? Nein, Bruder. Laber keinen Scheiß. Ach ja. Boah, ey, guck mal vor euch, wie viel Blut da ist an der Wand. Ey, da ist einfach Blut verschmiert. Bruder, das ist Blut. Guck mal, diese Wand hier. Digga, was hast du da? Hä? Skandal! Skandal! Ey, wo ist Skandal? Du bist so auf meinen Finger ge. Oh. Was? Warum ist dein Finger auf dem Boden? Ich wollte einen Stein aufheben. Hört ihr das? Ey, bleib mal stehen. Alter, Skandal. Versuch. Scheiße. Oder der kommt gleich. Gib rein, schau da nur rein. Guck. Warte. Sieht so verkehrt aus bei dem. Ist kaputt gegangen? Alter, was war das denn? Hast du uns gefickt, Bruder? Jetzt, was sollen wir machen? Ah, hier ist die Tür. Da links ist die Tür. Ja, Mann. Bruder, Walla, jetzt hätten wir die Axt gebrauchen können, ja? Walla, ihr habt die Axt genau jetzt kaputt gemacht. Bruder, das alles hat seine Gründe, sage ich, ne? Wer soll das sein? Das Ebenbild von Shaitan? Ich will den auch einen Pimmel. Oder piss mal bitte diese Tür an. Guck mal, was ist das Zeichen? Ein Stern in der Mitte. Siehst du diese Sterne in der Mitte? Was für ein Stern in der Mitte? Was? Ach, jetzt? Nein, guck mal, Digga, du musst das anders reden. Guck mal. Pedo, Ufo, du Schwanz. Ey, guck mal, hier geht's tief runter. Da brennt's doch runter. Ach du Scheiße. Ui, ui. Das ist dieser Keller. Ja, aber Bruder, das ist die Flamme, die ich gerade warm, Bruder. Chillen, ja. Also von seid ihr sicher, dass wir da waren? Ja, 100%. Ich weiß ganz genau, ich habe in diesem Aber Raum, das wird auch hier ist, eine, hier, ist eine, hier ist eine Tür und ich habe genau in diesem Raum gefilmt, da war diese Dinges hier. Schacht! Nein, nicht Schacht, das ist diese Dingeswaggon oder diese Essenswaggon. Hört ihr das nicht?
Also. Wow. Oder chill mal, das ist nur Promo. Diese Satanisten haben wir auf jeden Fall nicht gefunden, aber wir gehen jetzt ins nächste Krankenhaus, Lost Place, nächster Lost Place und dann gucken wir, wo die sind. Wir sind hier an einem verlassenen Krankenhaus und sind schon hier auf dem Gelände. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir ins Krankenhaus kommen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Das Problem ist, hier sind überall Häuser rum. Wir dürfen nicht so viel Licht machen, Bruder. Du machst richtig Scheinwerfer wie Fußballfeld, Bruder. Mach noch mehr, damit wir gar nicht reinkommen. Damit nach diese Intro-Videos schon vorbei ist. Ja, mach aus, Bruder. Leuchte einfach weiter. Die eigentliche Erklärung, warum wir hier sind, wir haben gehört, hier gibt's Kupfer und wir sind die Kupferbanditen. Oder drück mal, oder lass mal kurz gucken, wann er kommt, ja? Geht der weit hoch? Boah. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ey, meine Haustür. Meine Haustür. Mach dich auch ein anderer. Ich mal rein, pass auf, hier ist rutschig, Bruder. Was ist das hier? Ist das Salz? Das ist Crystal Meth. Ja, klar, Bruder. Das ist Koks, Bruder. Scheiße, Mann, wir sind reich. Wir sind reich, Bruder. Was ist das, Alter? Wenn es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind jetzt in der ersten Etage, ne? Es gibt keinen Fahrstuhl in Richtung... Es gibt keinen Fahrstuhl. Du musst die Treppen ficken? Hä? Das waren so die Krankenzimmer hier, ne? In so einen Schacht. Welche Etage sind wir jetzt? Drei. Hier sind wahrscheinlich so überall die Zimmer gewesen, ja, von den Leuten. Na, hier ist sogar noch ein Spind und so. Ja, hier haben die. Film mal da drauf. Das Dach ist abgefackelt. Film mal da drauf. Ja, das sieht man nicht. Ne? Das Dach wurde abgefackelt. Ich sag dir ehrlich, ne? Ein kleiner Aufruf, ne? An die ganzen Leute, die das hier sehen, wenn hier ist viel Kupfer. Ja, die Leute, ich glaube, die Leute, die sind uns zuvor gekommen und die haben hier alles rausgezogen. Walla, guck mal hier, guck mal. Auf die Wände schaut. Guck mal hier. Guck mal bitte. Die haben hier die Kabel abgeschnitten. Die Leute, die kamen uns auf jeden Fall zuvor. Wir haben 4.30 Uhr, Jungs. Ja, was machen wir hier? Ja, du hast auch was gehört, ne? Du hast auch was gehört, ne? Walla, ich höre die ganze Zeit von unten welche. Ja. So Schritte. Ich höre die ganze Zeit Schritte. Hab ich auch mal. Hast du gehört? Walla, da waren Schritte. Ey, Walla, da waren Schritte. Hier sind Toiletten, öffentliche Toiletten quasi. Es wäre nett, wenn beim Einräumen der Kleider etc. auf Größen und auf Kurz- und Langarm geachtet würde. Gruß, Adelhard Rauch. Adelhard, du das ist so groß hier, ne? So viele Dinge. Was, warum ist das so groß? Keine Ahnung. Hier wurde auf jeden Fall Pizza gegessen. Warte, wer isst hier seine Pizza, Digga, ja? Walla, ist einfach hell geworden. Wir haben 5:30. Damit beenden wir auch den Vlog. Gute Nacht.